Jemand liebt alles, was Allah liebt. Ist er Muslim, ohne die Shahada auszusprechen? So meinte ich das natürlich nicht. Also, dass eine Person einfach nur alles liebt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, und dann ist sie Muslim. Ja? Aber eine Person, die alles liebt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, und natürlich auch dementsprechend handelt. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dass man den Islam annimmt. Also nimmt diese Person den Islam an. Eine Person liebt, dass Allah subhanahu wa ta'ala betet. Also betet diese Person. Das war natürlich damit gemeint und nicht, dass einfach so eine Person, die alles liebt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, automatisch ein Muslim ist.